Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich habe ein Projekt gerade am Laufen oder mir gerade überlegt, das werde ich jetzt mal austesten. Wie weit komme ich mit 1500 Gold? Ich habe mir 1500 Gold hergeschickt auf diesen Char. Das ist ein Level 1 Char. Und ich möchte ohne zu farmen, ohne die Stadt zu verlassen, mit diesem 1500 Gold das Gold verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln und verdoppeln. Wie ich das Ganze anstellen werde, werde ich euch zeigen. Ich werde euch daran teilhaben lassen und ihr dürft gerne dabei zugucken. Ich werde meine Liste durcharbeiten, gucken, was ich davon am besten kaufen werde. Ich werde natürlich zum größten Teil mit Teufelswurz wahrscheinlich zu Anfang arbeiten, weil Teufelswurz doch noch recht billig ist. Ich natürlich jetzt sagen kann, ich bräuchte mindestens 10 Stück. Mit 1500 Gold, beziehungsweise mindestens 5 Stück, sind mir gerade persönlich zu teuer. Also muss ich auf was anderes umsteigen, um zu sehen, wie verdopple ich das Gold. Mit Teufelswort ist es allerdings das Einfachste. Daher mal gucken, wie weit wir kommen. Ich könnte natürlich auch mit. Gucken wir mal, wie teuer das Foliant des ruhigen Gemüts ist. Deswegen, das Teufelswort könnte ich eigentlich noch damit noch machen. Ein paar Folianten reintun, die natürlich im Preis ein bisschen drücken, aber so weit natürlich nur drücken, dass der Gewinn weiterhin bleibt und dass die schnell rausgekauft werden. Ich glaube, ich werde es mit dem Teufelswort als erstes machen. Wobei ich. Der Trank der tödlichen Armut. Dazu hätte ich zu wenig Gold wahrscheinlich, um da irgendwas zu machen. Deswegen. Und von dem Krieger habe ich gerade nicht den Plan drin. Den müsste ich gleich mal einlesen. Oder sehe ich es hier nicht? Nee. Na gut, dann werden wir wohl zum. Wo ist es? Teufelswurz. Und werden uns 5 Teufelswurz holen. Bevor die noch teurer werden, weil ich natürlich nicht alleine bin, der das macht. So, 5 Stück, damit sind wir auch pleite. Das ist aber uns recht egal. Ich muss natürlich jetzt, um das Ganze zu verdoppeln, da ich das natürlich mit dem Level 1 Char mache und das natürlich dann dementsprechend nur ein Twink ist, damit das Gold natürlich hier bleibt, werde ich jetzt das die Teufelswort auf meinen zweiten Twink schicken. Werde die kurz klein machen, werde sie zurückschicken und werde sie dann ins Auktionshaus stellen. Und dann wird man sehen, wie viel mehr Gold ich kriegen werde. So, senden wir die mal eben rüber. Dann locke ich eben um. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich schon wieder. Jetzt habe ich den ganzen Kram auf meinem Twink klein gemacht, kam ganz gut was raus und da werden wir auf jeden Fall ein bisschen Gewinn dran machen. Mit 1500 Gold habe ich angefangen und ich werde jetzt den ganzen Kram ins Auktionshaus stellen. Noch schnell auf die Zeit achten. Wir haben ja noch ein bisschen Gold, dass wir noch genug Gold für die Auktion haben. Das stellen wir rein. Und das stellen wir auch noch schnell rein. So, das ist schon mal wieder ein bisschen basic. Und jetzt kommt eigentlich unser das Hauptteil, warum wir es eigentlich machen. Wir wären bei 4.155 Gold. Ich weiß, dass der Preis gleich noch wieder fallen wird. Also werden wir es in einer Schritten reinstellen. Dass in der Hoffnung mal schnell jemand das rauskauft. 1500 Gold angefangen. Wenn alle verkauft werden, werden wir das Ganze nochmal machen. Und das werden wir in einer Endlosschleife machen, weil ich bin farmfaul. Nein, in dieser Episode, beziehungsweise in dieser Folge wird es einfach nur darum gehen, oder in diesem Video, und das wird auch weiterlaufen, wird es einfach nur darum gehen, wie ich ohne Farm
mit 1500 Gold auf meine Million komme. Es wird natürlich ein bisschen dauern. Mit 1500 Gold muss ich erstmal, wie gesagt, diese 4000 Gold machen, danach die 8000 Gold machen und so weiter. Es wird immer noch stetige Verdopplung sein. Ein bisschen mehr als verdoppelt. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Lasst mir einen Kommentar da und man sieht sich. Ciao.